Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, Max und drei weitere Hundesenioren des Tierheims Alchinoa haben nicht die besten Chancen, neu vermittelt zu werden, denn nur wenige Menschen möchten sich einen älteren oder gar alten Hund zulegen. Doch haben Max und die anderen Hundesenioren trotzdem Glück. Für sie sind Seniorin Uschi Wassermann und ihr Arbeitskollege Andreas Gruß fast täglich da. Auf 3 bis 4 Gassi-Runden können die Hunde damit noch ein gewisses Maß an Lebensfreude erleben. So auch der hier vorgestellte Max, der trotz fortgeschrittenen Alters noch sehr gut unterwegs ist. Der Labrador-Riesenschnauzer-Mischling wurde von seinen ehemaligen Besitzern einfach in eine Wohnung zurückgelassen. Er kam durch eine Einweisung des Veterinäramts in den Tierschutz. Max wurde 2005 geboren und ist aufgrund seiner beachtlichen Größe damit schon ein Hundesenior. Schwarze Hunde und schwarze Katzen haben es immer etwas schwerer, ein neues Zuhause zu finden. Beliebter sind ihre helleren, bunten Artgenossen. Geht es aus dem Gelände der Alchinoa, kann es Max gar nicht mehr abwarten, in die Freiheit zu kommen. Uschi Wassermann hat aber schnell bemerkt, dass sich das etwas ungestüme Ziehen an der Leine schon nach kurzer Zeit gibt. Wahrscheinlich hat es mit seiner vorherigen Haltung zu tun, denn Max kam mit Übergewicht ins Tierheim. Bestimmt wurde er nicht artgerecht gehalten und hatte viel zu wenig Bewegung. Mittlerweile hat er eine ganz normale Figur und ist sportlich unterwegs. Falls es sich ergibt, lässt Uschi Wassermann ihn ins Wasser gehen, denn das liebt er sehr. Gern holt er einen Stein heraus, den er dann bis zum Tierheim trägt. Nach seinen Spaziergängen ist er oft ein nasser, aber glücklicher Hund, erzählt Uschi Wassermann. Damit Max nicht nur für seinen Spaziergang, sondern für den ganzen Tag ein glücklicher Hund wird, sucht die Alchinoa für ihn ein neues Zuhause. Er muss nicht wie vorher als reiner Wohnungshund gehalten werden, denn im Tierheim lebt er in der Zwingeranlage. Allerdings soll er unbedingt mit zum Menschenrudel gehören. Das Leben eines Hundes, um den man sich nicht kümmert, hat er schon hinter sich. Er braucht eine echte Menschenfreundschaft mit Spaß, Freude und Vertrauen. Das gibt er garantiert zurück.